Ist eigentlich an allem schuld. Lavinia Milosevic, die amtierende Weltmeisterin am Sprung. Sie hat freies Startrecht im Finale. Aber jetzt in dieser Qualifikation war die junge Gagian besser als Mireia Pasca innerhalb der rumänischen Mannschaft. Und das heißt ganz einfach, dass Gina Gagian jetzt im Finale teilnehmen kann und Mireia Pasca zum Zuschauen verurteilt ist. Svetlana Boginskaya. Einmal in Zeitlupe, auch sie springt einen sogenannten Jutschenko mit ganzer Schraube. Ein Sprung, den sie perfekt fast immer zeigt. So, der zweite Sprung von Svetlana Boginskaya. Ja, da war noch eine kleine Ecke besser als der erste.